Ach, sie machen mir so viel Mut. Manchmal habe ich schon ein bisschen Angst. Aber wenn Sie da sind... Ja, Klisch. Ei, jo, du schützt sie mir. Das ist doch schön. Ach, Werner. Das war gut. Blödchen zu reden. Haben Sie nicht eben erst den Puls gezählt? Schwester Veronika? Sicher ist sicher. Schwester Rina, er kennt sich ja in der Zwischenzeit zum Schlechten verändert hat. Und wer weiß, vielleicht hat sich die Schwester Veronika vorhin verzählt. Das allerdings halte ich für sehr gut möglich. Na, wie fühlen wir uns denn heute? Danke. Ach, manchmal hatte ich schon wieder ein klein bisschen Hoffnung, wenn man so liebevoll umsorgt wird. Natürlich werden Sie bald wieder gesund. Sagen Sie mir schonungslos, wie wollen. Belieben Sie mich nicht, Schwester Veronika. Kann ich wieder gesund werden? Aber bestimmt. Sie dummer, dummer Junge. Oh, Blinddärmchen ist doch heute... Ah! Vor allem, wenn er schon draußen ist, wie bei Ihnen. Ah! Ein paar Tage werden nur noch die Fädchen gezogen. Fädchen, oh Gott, das will ich, wie verstehe ich das? Ach, ganz bestimmt. Sicher, wir passen gut auf Sie auf. Es ist prima, wenn man es von so guten Frauen umsorgt wird. Oh. Wie konnten Sie nur so erschrecken? Das ist unverantwortlich. Also einmal muss er es doch erfahren, das mit den Fädchen. Dadurch kann der Heilungsprozess unterbrochen werden. Achten Sie lieber auf seinen Puh. Himmel, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen zu zählen. So, jetzt nehmen wir mal die Fädchen, die der Chef uns verordnet hat. Haben Sie heute nicht Dienst auf Station 3? Schwester Angelika? Aber irgendjemand muss sich ja auch hier um die Patienten kümmern. Daran fehlt es auch. Ich kenne meine Pflicht, Schwester Veronika. Oh, Sie sind so lieb zu mir. Heute bin ich dran mit Pupulenfitter. Nein, ich. Ich war mein kleines Röpfchen. Oh, ihr sollt doch nicht mit aller Zanke. Da hat ihr's. Er hat solche Schmerzen. Wir müssen alle ganz klein, klein sein. Aber ich komme nachher und spiele ganz leise Lieder auf meiner Laute. Plom, plom, plom. Was heißt hier plom, plom, plom? Plem, plem, plem. Auf der Laute. So ein Blödsinn. Was erlauben Sie sich, Schwester Rita? Ihr treibt euch ständig hier herum. Ich will auch mal mit ihm alleine sein. Eingebildete Zicke, der Blinddarm auf 304 gehört mir. Ich lach mich tot. Von mir lässt er sich am liebsten pflegen. Ich war mein Vater. Was geht hier vor? Wir versorgen den Patienten von Zimmer 304. Für schwere Fälle bin ich als Oberschwester zuständig. Das wissen Sie ganz genau, Schwester Rita. Und nun hinaus, auf der Stelle, alle drei. Nun, mein Lieber, wie geht es uns? Ach, ich bin immer glücklich, dass Sie sich persönlich um mich kümmern, Oberschwester. So,
Sie scheinen sich aber auch bei den anderen Schwestern recht wohl zu fühlen. Diese unerfahrenen, jungen, grünen Kinder. Ach, ihr dummen, dummen Männer, dass ihr nie begreift, wer wirklich für euch bestimmt ist. Gell, mein Gutter?